was schädlich für mich ist, muss entfernt werden. Dann beispielsweise hier etwas aus der Heiligen Schrift, ne? Ein Schaden, der entfernt worden muss, ja? Die geheime Anstiftung zum Abfall. Wenn dein Bruder, der dieselbe Mutter hat wie du, oder dein Sohn oder deine Tochter oder deine Frau, also egal wer, jetzt eine Person, ja, es werden also verschiedene Namen, den du liebst für dich selbst, dich heimlich verführen will. So hast du jetzt jemanden, der will dich heimlich verführen. Wozu? Ja. Und sagt, gehen wir und dienen wir anderen Göttern, ja, die du und deine Vorfahren noch nicht kannten. Und den Göttern der Völker, die in eurer Nachbarschaft wohnen, in der Nähe und weiter entfernt. Ja, das heißt, komm, wir dienen anderen Göttern. So, dann jetzt der Befehl von Gott. Dann sollst du nicht nachgeben und nicht auf ihn hören. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, komm, wir beten andere Götter an, neben den Göttern, ja, die Vorfahren nicht kannten, dann sollst du nicht auf ihn hören. Sondern was sollst du machen? Dann steht, dann sollst du nicht nachgeben und nicht auf ihn hören. Du sollst in dir kein Mitleid mit ihm aufsteigen lassen, sollst keine Nachsicht für ihn kennen und die Sache nicht vertuschen. Das heißt, du sollst dann kein Mitleid mit ihm haben. Du sollst die Nachricht nicht vertuschen. Warum? Sondern du sollst ihn anzeigen. Also sollst zur Polizei gehen, ihn anzeigen. Weil das, was er gemacht hat, dass er versucht hat, dich zu verführen, anderen Göttern zu dienen, ist ein Verbrechen. Du sollst ihn anzeigen. Ja, also ich zitiere nur, ich interpretiere nur gerade den Text, damit man versteht, was hier steht. Ja, ist nicht unbedingt meine Meinung. Ja, so vertuschen. Sondern sollst ihn anzeigen. So, und was passiert dann, wenn er angezeigt wird? Wenn er hingerichtet wird, sollst du als erster deine Hand gegen ihn erheben, dann erst das ganze Volk. Du sollst ihn steinigen und er soll sterben, denn er hat versucht, dich vom Herrn, deinem Gott, abzubringen. Das heißt, hier steht ganz klar und deutlich, wenn jemand versucht, einen vom Glauben wegzubringen, dann steht hier, dass dieser Mensch getötet werden muss. Das war nicht der Koran, das war die Bibel. Das war die Bibel, Deuteronomium 13, Vers 7 bis 11. Hier steht das, weil die sagen, dass dieser Mensch ihm einen Schaden für die Gesellschaft darstellt. Wollte ich nur mal sagen hier, das ist ja die Bibel, woran die Christen glauben. Ja, und die werden natürlich sagen, ja, Altes Testament. Dann sagen wir, okay, Altes Testament, da glauben ja die Juden dran. Ist das tolerant? Das widerspricht ja völlig dem säkularen Gefühl. Nur heute werden die Muslime immer angeprangert. Ja, man kann ja mal einen jüdischen Rabbiner fragen, ob er glaubt, dass das, was dort drin steht, richtig ist. Sollen doch einfach mal fragen. Aber der wird nicht gefragt. Stattdessen werden die Muslime gefragt, ob sie dieses oder jenes richtig finden. Jetzt, Abfall einer Stadt. Wenn du aus einer Stadt, die dein Herr, der Städte, die der Herr dein Gott dir als Wohnort gibt, erfährst. Ja, eine Stadt, du erfährst, niederträchtige Menschen sind aus deiner Mitte herausgetreten und haben ihre Mitbürger vom Herrn abgebracht. Also da kamen Leute, die Schlechten, die haben die Leute vom Herrn abgebracht, von Gott, ja. So, indem sie sagten, gehen wir und dienen wir anderen Göttern. Ja, komm, lass uns anderen Göttern dienen, das sagen, ja. So, die ihr bisher nicht kanntet. Wenn du dann durch Augenschein und Vernehmung genaue Ermittlungen angestellt hast, und sich, also man soll erstmal Ermittlungen anstellen. Stimmt das oder stimmt das nicht, ja? So, und es hat sich dann gezeigt, ja, es ist wahr, der Tatbestand steht fest. Dieser Gräuel ist dort geschehen. Ja, was soll man dann machen? Dann sollst du die Bürger dieser Stadt mit scharfem Schwert erschlagen. Du sollst in der Stadt und allem, was darin lebt, auch am Vieh, mit scharfem Schwert die Vernichtungsweihe vollstrecken. Alles, was du in der Stadt erbeutet hast, sollst du auf dem Marktplatz aufhäufen. Dann sollst du die Stadt und die gesamte Beute als Ganzopfer für den Herrn, dein Gott, im Feuer verbrennen. Für immer soll sie ein Schutthügel bleiben und nie wieder aufgebaut werden. Von dem, was der Vernichtung geweiht war, soll nichts in deiner Hand zurückbleiben, damit der Herr von seinem glühenden Zorn ablässt und dir wieder sein Erbarmen schenkt, sich deiner annimmt und dich wieder zahlreich macht, wie er es deinen Vätern geschworen hat. Ja, für den Fall, dass du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst, auf all seine Gebote, auf die dich heute verpflichtete, achtest und tust, was in den Augen des Herrn, deines Gottes, richtig ist. Das ist auch die Bibel. Jetzt wird natürlich jemand sagen, Christ, ja, es ist das Alte Testament. Wir sagen, laut christlicher Lehre ist das Alte Testament von Gott und das ist, was Gott dort befohlen hat. Und wenn laut Christentum Jesus Gott ist, dann hat Jesus das befohlen. Das wollte ich nur hier gesagt haben. Das heißt, die Toleranz ist hier ganz klar eingeschränkt.
Das hab ich nicht gebracht, um zu sagen, hier, hallo, Entschuldigung, wir Muslime sagen jetzt so. Ich habe das nur gebracht, um zu zeigen, dass die Toleranz hier eingeschränkt ist. Und mich wundert es immer wieder, dass immer wieder über den Islam gehetzt wird und so weiter und so fort. Und auf den Islam gezeigt wird, ohne dass man die eigene Bibel kennt, die überall unterrichtet wird. Gerd Wilders will jetzt den Koran abschaffen, beziehungsweise Verse aus dem Koran abschaffen. Warum hat er nicht dasselbe vorgeschlagen für die Bibel? Oder will er sich einfach nur wichtig tun? Das wollte ich mal nebenbei gesagt haben. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, warum fragt man überhaupt nach der Toleranz? Warum fragt man nach, ist es der Islam tolerant? Ja, und hier muss ich ganz eindeutig sagen, die Toleranz einer Sache ist nicht unbedingt der Beweis dafür, dass diese Toleranz gut ist oder dass die Religion richtig ist. Und wir haben schon gesagt, der Islam ist dort tolerant, wo der allmächtige Gott es befohlen und geboten hat. Und dort, wo er es nicht geboten und befohlen hat, ist der Islam nicht tolerant. Das heißt, man kann nicht sagen, etwas, was tolerant ist, ist besser als das, was weniger tolerant ist. Sondern es kann sein, dass etwas, was tolerant ist, schlechter ist. Wenn beispielsweise schlechte Dinge toleriert werden. Und der Islam toleriert keine schlechten Dinge. Aber jetzt muss man mal fragen, ist ja eigentlich die westliche Gesellschaft gegenüber dem Islam tolerant? Ich würde sicherlich Unrecht tun, wenn ich alle über einen Kamm scheren würde oder pauschalisieren würde und würde sagen, nee, die westliche Gesellschaft ist nicht tolerant. Da würde ich sicherlich vielen Menschen Unrecht tun. Aber wir müssen nochmal zurückgehen. Was haben wir gesagt, was Toleranz ist? Etwas zu dulden. Und wir haben gesagt, das Ziel in der westlichen Welt ist, die Selbstverwirklichung, das heißt, dem Menschen so viele Freiheiten wie möglich zu geben, sodass er nicht mit anderen Menschen in Konflikt kommt und sein Leben genießen kann. Und hierbei wird die Selbstzerstörung mehr oder weniger in Kauf genommen, wie beispielsweise im Fall von Drogenkonsum wie Alkohol und so weiter. Oder auch Zigarettenkonsum, wo 150.000 Menschen jährlich dran sterben. Es wird in Kauf genommen, weil nur das verboten wird, was unmittelbar vernichtet. Warum ist Heroin erlaubt, verboten, Alkohol erlaubt? Ja, weil Heroin tötet schneller als Alkohol. Ja, aber jährlich sterben 50.000 Menschen in Deutschland allein an Alkohol. Dunkelziffer und so weiter oder wer durch Alkohol auch zu Gewalttaten neigt oder Familien, die zerbrochen sind, davon brauchen wir gar nicht zu reden. Das ist eine ganz klare und deutliche Angelegenheit. So, jetzt, um darauf zurückzukommen, warum wird danach gefragt? Man möchte damit beweisen, dass eine Religion richtig oder falsch ist. Und wir sagen ganz klar und deutlich, die Frage nach der Toleranz ist kein Punkt oder Indiz dafür, ob eine Religion richtig oder falsch ist, denn ein Indiz dafür ist, oder ein Beweis dafür, dass eine Religion richtig ist, ist, ob die Religion von Gott ist. Gott kennt uns Menschen besser, als wir ihn kennen und als wir uns selber kennen. Allah sagt im Koran, Allah ya'alamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Weiß derjenige nicht, der erschaffen hat, und er ist der Milde, der Unterrichtete. Das heißt, Allah kennt uns besser. Allah hat den Menschen erbaut und er kennt den Menschen besser. Wenn jemand einen Computer herstellt, ist er derjenige, der den Computer am besten kennt. Und Allah hat den Menschen hergestellt, er ist derjenige, der den Menschen am besten kennt und nicht der Mensch selber. Und das wissen wir selber aus der Medizin, wie viele Dinge, medizinische Dinge werden jedes Jahr neu entdeckt. Wie viele Dinge im Körper, man sagt, dass nur 40% des Körpers voll ergründet wurden. Und Allah sagt im Koran, Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, vielleicht verabscheut ihr eine Sache und die ist gut für euch. Und Allah hat den Koran herabgesandt und wir sagen, alles was dort drin steht, ist die Wahrheit. Und alles was in authentischen, zweifellos bestätigten Hadithen drin steht, ist die Wahrheit und ist das Beste für den Menschen. Und hier ist der Rahmen der Toleranz. Genauso ist der Rahmen der westlichen Welt der Toleranz dort, wo man nicht in den Konflikt gerät. Das heißt, gibt es eine wirkliche Toleranz, wenn man sagt, ja, der Muslim kann ja seine Religion praktizieren, aber wenn er etwas sagt oder das System kritisiert, ja, dann wird er